Alles nur, weil wir keine Giftpfeile mehr haben. Eingekreist. Also einen kriege ich immer. Das ist schon mal gut. Frage ist halt, wo kann man, wo ist es am klügsten als nächstes hinzugehen dann? Das ist so kacke. Das ist doch so kacke. Das war ein lautloser Kill und sie kriegen es trotzdem mit. Was ist passiert? Sie ist verschwunden. Ich tauche am besten einfach nie wieder auf. Das ist doch so frustrierend. Angekreist. Muss vorsichtig vorgehen. Ich kann zwar mal gucken, wo die ungefähr stehen, aber es... Bin hinter dir. Ja. Ja. Bin tot. Bin tot. Günstige Stelle. Wir haben schon mal zwei getötet. Wir haben zwar kaum noch Heilung und keine Giftpfeile mehr, aber wir haben zwei getötet. Glaube ich wieder zwei oder so. Aber ich werde hier alles brauchen, was ich habe. Granatenpfeile herstellen, hier gerade null. Halt. Komm, trau dich. Trau dich. Und kurz frische Luft. Wie viele sind's denn noch? Ist es nur noch der eine? Hab sie verloren. Das war der letzte von ihnen. Ich muss zurück zu Jonah. Alter, bin ich durch. Das war schlimm. Das war richtig schlimm. Jonah, was ich für dich durchmachen muss. Oh Gott, nein. Jonah. Jonah. Das machst du jetzt nicht. Ich bin hier. Lara. Hör mir zu. Nein, nicht bewegen. Wenn ich das hier nicht überlebe. Sag sowas nicht. Nein, hör nur zu. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. Nein. Sein Ende ist nah. Nein, er darf nicht sterben. Wir können ihm helfen. Wie? Er
muss sofort ins Observatorium, zu Jacob. Dann los. Der Bär. Nur Jacob kann Jonah jetzt retten. Wir müssen ihn zurück ins Observatorium bringen. Das wird ein langer Weg. Das Observatorium ist nicht dicker. Es ist nämlich auf der Seite des Berges. Da muss ich einfach einen Helikopter. Muss doch gehen. Wir sind schon da. Jacob, er stirbt. Das war ja schnell. Ich kümmere mich um ihn. Der Herr behütet dich. Er ist der Schatten über deiner rechten Hand, dass dich tags die Sonne nicht steche, noch der Mond nachts. Der Herr behütet deine Seele vor allem Übel. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Drückt auf die Wunde. Macht ihn bereit. Jacob, Sie sind angeschossen. Sie sind es. Nicht wahr? Der unsterbliche Prophet. Ich spüre Schmerzen. Ich kann verletzt werden. Ich bin ein Mensch, dem kein Tod vergönnt ist. Und die göttliche Quelle? Ich entdeckte sie vor langer Zeit. Sie ist real. Und unglaublich mächtig. Aber sie ist nicht göttlich. Sie haben sie angelogen. Über Generationen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich tat es zu ihrem Schutz. Einst nutzte ich die Quelle, um meine Armeen unsterblich zu machen. Aber das war ein furchtbarer Fehler. Sie meinen die Krieger im Archiv? Als Feinde Kitesh angriffen, begruben die Unsterblichen die Stadt unter dem Eis der Berge. Tausende starben. Sie begingen eine Gräueltat, um die Macht zu behalten. Trinity wird das auch tun. Aber mit weit schlimmeren Folgen. Das sind nicht Sie. Der Mann, den ich jetzt kenne, würde seinem Volk nie schaden. Verstehen Sie nicht? All das ist mein Werk und es muss endlich ein Ende haben. Vater! Sie kommen näher! Sie bahnen sich mit Gewalt einen Weg ins Eis. Dann haben wir schon verloren. Nein. Irgendwie muss man sie aufhalten. Jacob, auf der Karte war ein Geheimgang in die Stadt verzeichnet. Der Weg der Unsterblichen. Das ist zu gefährlich. Uns läuft die Zeit davon. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe. Trinity verlangsamen, haben wir vielleicht eine Chance. Ich greife sie mit unseren Truppen auf dem Eis an. Dann sofort. Öffne den Weg. Wenn Sie bereit sind, gehen Sie durch den Eingang unter dem Observatorium. Ich werde mich um Ihren Freund kümmern. Der wenig benutzte Weg ist eine Errungenschaft. Wie niedlich.
Mhm. Ich bin nicht bereit. Das ist ja der Weg der Unsterblichen. Ist, treffen wir da jetzt auf die unsterbliche Armee? Das ist Oreiri. Orei, Orei. Ein bisschen wie Oreo. Erreichen. Warte, da ist ein Geocache, den muss ich nehmen. Nee, Münzen. Und ja. Ach, so ein Tierfell. Jetzt aber. Ah, oh, die habe ich schön positioniert. Ging ja wie. Oh, Pilze! Pilze! Yay! Endlich! Was? Ich hätte noch einen Giftfall gehabt. Hat mir das keiner gesagt? Oh, darf man. Hoch. Nein, fünf. Viele von diesen Pfeilen können wir eigentlich setzen. Gut. Ich bin niemals hoch. Ah, doch. Unnötig. Dann wäre auch so rübergekommen. Nur so aus, als wäre. Pilze? Ja, Pilze. Nimm mit, was du nicht kriegen kannst. Und nimm mit, was du tragen kannst. Warum? Ich muss jetzt erstmal kurz durchatmen. Dieser Ort. Kitesh, Jacob, die Unsterblichen. Ich bin so lange, so schnell gerannt, dass ich noch gar nicht verarbeitet habe, dass das hier alles real ist. Ein Teil von mir glaubt es nicht. Aber ich weiß, dass Jacob die Wahrheit sagt. Was immer ihn erschuf, ist hier. Und ich werde es vor Trinity finden. Ich wünschte nur, Dad könnte diese Entdeckung miterleben. Nein, ich wollte gar nicht Maschinenpistole. Jetzt. Kommen wir hier. Den Schaden. Die Rückstoßstabilität brauche ich auch, weil ich bin blöd. Sonst hinzukriegen. Da wackel ich das nämlich permanent. Bitte! Mitnehmen! 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 Alles mit! Auch Pilze! Ich würde alles tun für Pilze. Faszinierend. Jacob, ich gehe jetzt rein. Was werde ich dort unten finden? Seitdem mein Volk den Weg vor Jahrhunderten versiegelt hat, war niemand mehr dort. Aber es sollte sicher sein. Zumindest bis sie das Orrery erreichen. Orrery? Gehört es zum Observatorium? Bin ich da nicht schon? Ja. Meine Astronomen haben es erbaut, wo die Unsterblichen die alte Stadt begruben. Sie müssen mit seiner Hilfe den Eingang nach Kitesh öffnen. Okay, das heißt, wir müssen mit dem Orrery jetzt Eingang öffnen. Das sieht mir nach Rätsel aus. Das ist unglaublich. Hey, Cobb, sag's mir, wenn die Lösung. Wir sehen, wie das funktioniert.
Ups. Wieso brauchst du deinen Ladebildschirm? Muss ich mir alles quasi schon so einstellen, wie ich es brauche, oder wie? Huch. Nein, ich bin ab. Ich muss jetzt so lange drehen, bis es richtig. Das ist ja wie mit den. Was ist jetzt du? Was ist ja jetzt du? Wie will ich denn wohin kommen? Da komme ich doch nicht ran, oder? Komm von hier bis hinten. Wie mir getan. Bringt ja nichts mehr. Ist ja dumm, wenn ich das mal stelle. Das habe ich verkackt. Ich kann von hier halt nichts machen. Oh, cool. Das hat sich hier drauf gepackt. Lass mal hier ran. Hinten sind auch noch welche. Was ist das für ein Geräusch? Oh, das ist jetzt. Nein! Kannst du nur. Du sollst wieder einstellen. Hallo. Ach, mein. Tschüss, Feuerpfeile. Das Geräusch sagt mir, dass es irgendwie richtig zu sein scheint. Habe irgendwie das Gefühl, es ist nicht so. Jetzt muss ich. Mensch, ich hatte gerade schon Angst. Ich habe Tasten gedrückt, die ich nicht drücken sollte. Uiuiui. Du hast es geschafft. Okay, das Rätsel ist immer leichter als das Badeausrätsel. Ich habe nichts überschreitet momentan Badeausrätsel. Das ist ja wirklich die Hölle gewesen. Oh, es geht noch weiter. Erstmal alles gut achten. Gut. Oh. Oh. Oh, oh. Oho. Haben wir hier noch? Licklicht. Die Mongolen zerstörten alles und die Stadt versank unter dem Eis. Wieder etwas Griechisch gelernt. Echt gut. Er ist tot. Ach. Ja, ich habe gerade alles rausgefunden, was ich nicht rausfinden wollte. War das, wie das hier funktioniert? Muss ich bitte die andere Seite mal locker machen? Muss ich die Seite hier auch locker machen? Oh. Also, war so ein bisschen so ein Ups. Okay, das haben wir jetzt schon locker gemacht.
Oh, ist hier noch locker? Mal sehen, was uns das dann bringt. Jacobs Volk war seiner Zeit voraus. Pass auf, wo du hintrittst, Lara. Oh Gott. Muss ich springen? Da hinten ist jetzt unser eigentlich dran Teil. Yay, wir sind in der Mitte. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich das erwischen. Uiuiuiui, das wird nicht einfach. Muss jetzt stimmen. So viel dazu. Boah. Sehr gemein. Ich denke mal, dass wir hier hoch müssen. So. Die Frage, wie geht's weiter? Waren die auf einen der Balken da drüben? Uiuiuiui, halt dich gut. Halt das Gleichgewicht. Oh mein Gott. Geduld, Lara. Jetzt. Nee! Hat er losgelassen. Nein! Hat die Taste nicht gefunden. Okay, wir kennen. Huch! Was ist? Wir kennen ja schon mal die ersten drei Schritte. Also wie ich hinkomme. Leichenbomben, oh. Ich war zu langsam. So. Das war Schritt 1. Ich folge Schritt 2. Darf dann echt nicht verpassen, dass ich Kreis drücken muss. Das war knapp. Geduld, Lara. Jetzt. Einfach nicht damit gerechnet, dass mir angezeigt wird, wann ich da loslassen muss. Deswegen. Bist du in die Mitte? Hört bald so aus. Weiß nicht. Ich will das nicht nochmal machen müssen. Uiuiuiuiuiuiui. War scheinbar richtig. Ring! Nicht. Alles ist richtig. Gott. Immer diese Rätsel. Mein Kopf qualmt schon wieder. Mittlerweile war es nicht mal schwer. Ein Kodex über die fortschrittliche Bogenschusstechnik aus Byzanz. Hm. Genau meins. Klassische Ausbildung erhöht die Anzahl der Pfeile, die ohne Nachziehen aus dem Köcher schnell hintereinander abgefeuert werden können. Auf 3. Hm. Hätte ich mehr erwartet. Obwohl, wer weiß wie. Huch! Wer weiß wie. Praktisch das sein kann. Huch! Ich dachte, es geht da oben weiter. Hopp. Ganz cool, dass es so angezeigt wird. Dadurch macht das die ganze Sache um
Denk einfacher. Geschafft. Glocken. Die alte Stadt ist nah. Beweg der Unsterblichen.